der Zähne. 32 Karten haben wir. Präsident! Präsidente? Du kannst. Und hier ist Kaumisch die Kunde. Jetzt tust du es weg, oder? Du musst wieder ganz schauen, du hast es auch gegriffen. Danke, alles noch? Alles klar. Was da? Ja, sicher! Du musst alles noch der Schau greifen. Es wird kein Schnaufe sein. Was ist denn da? Zehner. Halt drauf, die Sau! Ja, das ist gut. Schon wieder das Graffiti gemacht. Ja, Wahnsinn. Jetzt kommt weg. Was? Jetzt muss ich auch. Ich hab das schon. Das ist du auch schon. Ja, ich hab das schon. Ja, das geht nicht. Ist auch alle. Zum. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Theaterfreunde, ich freue mich sehr, Sie heute im Namen der Theatergruppe Lustspiel Bischofsdorf zum diesjährigen Stück Das Gewürzkrämer Kleeblatt von Johann Nepomuk Nesterhoy begrüßen zu dürfen. Das Gewürzkrämer Kleeblatt ist eine Bosse mit Gesang in drei Akten. Die drei Krämerseelen, Baumöl, Zichori und Schwefel sind die besten Freunde und können es dennoch nicht lassen, sich in die ehelichen Angelegenheiten des jeweils anderen einzumischen. Obwohl es jedoch besser wäre, sie würden ihre eigenen Frauen im Auge behalten. Nesterhoys Fazit daraus, gegen Dummheit ist eben kein Kraut gewachsen, erkämpfen selbst die Götter vergebens. Aufgrund des 150. Todestags von Nesterhoy ist das Jahr 2012 zum Jubiläumsjahr ausgerufen worden. Aus diesem Grund hat sich die Theatergruppe etwas Besonderes einfallen lassen. Die Rolle des Hausmeisters übernehmen ehemalige Theaterspieler. Heute spielt für sie Franz Herbst. Ganz besonders möchten wir auch Ehrengäste begrüßen, die sich heute hier eingefunden haben. Wir begrüßen recht herzlich Bürgermeister Brigitta Schwarzenberger, Diakon Helmut Sturm, UBI René Brenn, Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Johann Grabmeier, Landjugendbezirksleiterin Marianne K. Wir bedanken uns auch ganz recht herzlich bei den Sponsoren. Das wären da die Raiffeisenbank Bischofsdorf Stubenberg, Meier Elektrotechnik, Reifentechnik Geister Feldbach, Gasthaus Fleischerei Kottgasser, Laut, das ist der Landesverband für Ausbildungs Theater, Kulturreferat der Gemeinde Bischofsdorf, Pizzeria Hacienda und der Firma Rosendahl. Verzeihung. Theater. Also wenn, jetzt kannst du dauern. Das ist sehr, das stört schon sehr. Weiters bedanken wir uns für die Unterstützung bei der Firma Birkheim Automation, beim Il Campo und beim Gasthaus Eckmeier.
brauche ich noch dringend Ihre Mithilfe. Zu Beginn des Stückes. Ich bitte Sie rechtzeitig, dass Sie alle aufstehen. Sehr gut, sehr gut. Ich wünsche eine gute Unterhaltung. Morgen schon auf den Beinen?
Was darf denn sein, gnädige Frau? Na, dann geben Sie mal den Almkinder Zucker. Denn du gehst du mal Dienstmädel vergessen. Und wie kann man Frühstück ohne Zucker? Na, da haben Sie recht, gnädige Frau. Eine gewisse Süßigkeit braucht es in unserem Leben. Dass das Dienstmagd drauf vergessen kann. Schon
schon nicht mehr zum Atmen. Dabei hat mir der Gott Amor die ganze Luft zum Atmen eh schon genommen. Ich schnapp noch Luft, aber mein schnapp ich gar nicht über vor lauter Sehnsucht nach meiner Luise. So, da. Da wäre ich wieder. Vor 8 Tagen bin ich fort. Mit leichten Herzen und jetzt. Oh, Luise. Oh, Luise. Wer außer mir kann noch Luise sagen? Stimm. Victor? Peter, alter Schulkamerad. Du bist uns ein eigener Verkäufer? Das freut mich aber. Das Geschäft ist jetzt voll Pianer. Ja, das habe ich heute schon gemerkt. Da ist schon angegangen heute. Du sag, was hast du vorher für einen Namen ausgerufen? Luise, der einzige Name, der mich interessiert. Originelles Zusammentreffen. Mich interessiert auch kein anderer. Ich und meine kennengelernt, weil ich mit dem Zug von der Stadt hergefahren bin. Meine ist mit dem Zug vom Land in die Stadt gefahren. Die meinige ist aufs Land gefahren. Ich habe für die Chefin Einkäufe erledigt in der Stadt. Und beim Heimfahren mit dem Zug setzt mich der Schaffner neben Luise. Jedes halbe Stück weg. Hab mich näher an Luise gebeutelt. Und wie wir dann eingeschlafen sind, sind die Kleidfirmen zusammengefahren. Oh, das waren selige Momente. Sie hat ja kürzlich erst eine Erbschaft gemacht. Meine hat gar nichts. Und ich habe ihnen weismachen können, dass mein Vermögen dem ihrigen gleicht. Das hat bei ihrer Tante so eine Antipathie gegen mich bewirkt, dass sie es mitgenommen hat in die Stadt. Ich reise natürlich gleich auch in die Stadt. Nimm dort die Arbeit an und such's. Und such's und such's und such's. Aber ich hab's nicht gefunden. Trostlos fahr ich dann außer aufs Land, weil ich gehört hab, dass Verwandte da hat. Aber ich hab's kein Glück. Ich hab's in der Stadt nicht gefunden und da am Land auch nicht. Die meinige, wo ihr erst schauen muss, dass die meinige wird, bleibt nur 14 Tage da. Mein Gemütszustand ist völlig ruiniert. In einem jeden Frauenzimmer glaube ich meine Luise zu sehen. In einer jeden sehe ich eine Ähnlichkeit und dann doch wieder nicht. Armer Freund. Weißt du, warum ich da arbeite? Ja, weißt du, von Leibs? Leben. Ich brauche nichts zum Leben. Ich will nur lieben, sie lieben. Vor 2 Tagen gehe ich da spazieren und dann sehe ich eine Frau, die aufs Täuschendste die goldenen Locken von meiner Luise gehabt hat. Ich gehe noch und wer ist? Ja, wer? Die Frau von Baumel. Unsere Chefin? Ja, nur deswegen habe ich die Stelle angenommen, dass ich möglichst oft die goldenen Locken von meiner Luise anschauen kann. Geh auf! Könnte ich nicht meine Luise mal sehen? Warum? Die Ähnlichkeit des Namens würde mich interessieren. Ja, was? Der sucht überall Ähnlichkeiten und wer sucht, der findet. Ich kenne sie ja noch nicht so lange. Und da habe ich noch kein Bild von ihr. Aber eins muss ich dich warnen. Schau ja die Chefin, wenn die Locken nicht zu oft auf. Wieso? Ja, kennst du denn die baumkritischen Freunde, den Spätel und den Sichorli? Ah, so, wenn der Chef ist, dann doch. Da ist das Frühstück für gnädigen Herrn. Ja, stell's nur da um mich. Wer ist das? Was ist die Rede? Ein bisschen ein Rogers Wirtel. So, ja. Der Leibverkäufer. So was liebt, so was Nobles. Ja, wer sind jetzt die Freunde Baumel? Ja, das sind ebenfalls Kaufleute. Gewürzkrämer halt und die besten Spezies von unserem Chef. Jeder glaubt, er ist der Gescheiteste und muss den anderen mitdenken. Alle 3 sind verheiratet und das Beste ist das, keiner ist misstrauisch und eifersüchtig auf die eigene Frau. Aber jeder bewacht mit Argusaugen die Frauen und seine 2 Freunde. Sie sind überall Leichtsinn und Untreue. Aber keiner will den Freund verletzen und so lässt sich keiner was anmerken. Mit einem Wort ein merkwürdiges Kleeblatt. Na komisch, was vielleicht das gibt. Die meisten blockt die Eifersucht bei der eigenen Ehefrau. Du musst in Acht nehmen, wenn einer von den 2 sieht, dass du die Chefin länger als eine halbe Sekunde lang ausschaust,
setzen sie alles drauf, dass du weg musst. Ich habe auf ein Jahr einen Vertrag. Es nutzt alles nichts. Ja. Oh, da ist der Hälfte. Das Berg. Wo brauchst du denn? An der Alfe, ich bin eine Meisterin. Aber einen frischen lass sagen wir, der ist ja meistens schlecht für die Zeit. Und dann gibt's nur noch zwei eingelegte Hering. Da, das heißt, ich muss den Keller holen gehen. Ja, ist schon recht. Oh, Luise. Luise? Also ich sehe keine Luise. So, sagt er etwa zum Kiefer, Luise? Also komische Leute gibt's da. Jetzt mach ich drüber jetzt Kreuzer. Ja. Da kriegst du noch was raus. Ja. Lass die Meisterin schon grüßen von mir und ich wünsche einen guten Appetit. Dankeschön, ich hoffe, es passt der Meisterin. Oh, Luise. Ich jag sie fort, wenn ich in 5 Minuten nicht schon
Worten, aber ist schon klar. Das gefällt mir wieder für ihr, wie sie sich um ihren nüchternen Gemahl sorgt. Was? Du bist schon nüchtern? Aber ich glaube eher, dass sie sich auf den voll angessenen Herrn sorgt, damit der nicht mehr da steht. Ich gehe ins Magazin, die Rosine befeuchten, dass später ein Zwicht gängen. Was muss man den Burschen lassen? Schickt ist der und dann alles denkt er. An alles denkt er! Aber wenn er seine Augen gesehen hätte, wie er sie angeschaut hat. Ein schönes Weib. Launen hat sie zwar, aber ich kann halt stolz auf sie sein. So lieb und so treu. In mir läuft die Freundschaft. Ich müsste zu ihrem Sohn. Oh. Ich werde ihm einen Wink geben. Du hast also gar kein Geheimnis? Nicht die Spur.
Dann hast du wahrscheinlich, ohne zu wissen, ins Schwarze getroffen. Es wird nämlich gemunkelt, dass die Chefin schon mal Braut war, bevor sie unser Chef umworben hat. Und das hat sie ihr verheimlicht. Aber wozu ein Mann als auf den Nosen binden, denkt so eine Braut. Ha, da passen meine hingeworfenen Worte ganz gut. Sie ist aber jetzt völlig aus dem Häusl und fordert vollständige Aufklärung. Da muss ich. Sag ihr, die Zeit der Aufklärung ist noch nicht gekommen. Aber sie wird von mir noch Zeit, Ort und Stunde der Aufklärung erfahren. Du hattest die Leute schon zum Norden. Mit dieser Manier werde ich überall hoch geschätzt. Und in den Häusern, in denen ich gedient habe, werde ich kaum Eindruck bekommen. Yeah.
Ob die Meinige schon da ist bei den Baumwäschen? Bei den Huberischen ist es nicht. Weil dort kann man die Strömflischen hin. Und die Strömflischen sind gut Freund mit den Bayerischen. Und die Bayerischen, wenn sie schuld, an der Spannung zwischen den Schwarzenbergerischen und den Hochwasserischen. Also kann es nur da sein, bei den Baumwollischen. Wer die Vermühlenzahl, die sie kennt, der will mir recht geben. Wer es nicht kennt, hat auch nichts zu sagen. Ein Fall hat es geimpft. Ein zweites war schon gut. Na, da ist er ja. Oh, grüß euch! Guten Appetit! Guten Appetit! Hängen wir zum dritten Mal! Na! Zum zweiten Mal! Da haben wir aber noch Kaffee gehabt. Das Schicksal im Arbeit sein Frühstück. Hier, dir soll den Vorwurf machen. Du mir? Ja. Wenn ich mich nicht kümmere um den Schokolade und das Kipfen, wird der Schokolade kalt ins Kipfen hat. Ich hab schon einen gefreut mit meinem Frühstück. Kaum ist nichts mehr passiert, ich kümmere mich drum. Ganz was anderes, meine Frau ist auch schon da. Sie macht uns das Vergnügen. Da ist es wirklich ein Vergnügen. Die meine weiß genau, dass ich ihr mal nachgehe. Jetzt ist sie schon vorher gut. Du! Was hast also in der E-Stanzlotterie das Prämien gratis sicher gewinnen, die Goldfreude aussagen? Ja, so kann man sagen. Enorme Blindheit. Oh, mal klar. Ich wünsche es an jeden, dass er so trifft wie ich. Nur die zwei sind ja eindeutig. Mein Weib ist ein Muster. Mein Weib ist die Treue und die Liebenswürdigkeit selbst. Mein Weib! Der ist halb Tugendspiegel, halb Genie. Mit einem Wort, ich bin ein glücklicher Ehemann. Ich kann mich schon erbringen. Aber das war ein Meidl, wer den Feind auf den Pferd gefahren. Bei mir, das entzückt sich ja seine Ordnung, aber beim Schwefel und beim Zichari. Wenn ich so rede, dann habe ich allen Grund dazu. Aber beim Baumwald und beim Zichari, dann habe ich die Ehre. Ich studiere auf nach, wie ich zu seinem Glück gekommen bin. Ich? Auch. Ich? Nicht. Das ist ein
Also in dieser Sache verstehe ich keinen Spaß. Für drei Geschäftsmänner. Wer da jetzt so eine Sache zum Schreiben anfangen? Nein, seid verkopft. Apropos Geschäft. Nein. Ich hätte euch einen Vorschlag zu machen. Wir dürfen wir nicht. Jetzt frei, Geschäftsfreund. Ich glaube ja, ihr habt. So. Jetzt hol ich mir den Kaffee. Guten Morgen, Frau Amtsrat. Womit kann ich dienen? Herr Baumel, warum ist denn hier lang Verkäufer? Zu Diensten der ist gerade im Magazin. Wollen Frau Amtsrat nicht mit mir Vorlieb nehmen? Ja. Jetzt habe ich es glatt vergessen, was ich gerade habe. Auf Wiederschauen. Wir werden ihn schon wieder mal erwischen, den lieben Buben. Ja, eine wunderhande alte Frau. Das könnte aber bei meinen nicht passieren.
Was ist das? Das ist die Stimme von meiner Luise. Oh, der Ärger! Der Ärger tut meine so dran. Es findet sich diese Baumelein, mich stundenlang warten zu lassen. Nein! Sie ist ihre künftige Chefin.
Wort geben. Und das Wort muss ein Geschäftsmann heilig sein. Du bist schuld an dem ganzen Unheil. Los, Mädchen, du bist ja 15. Nix. Meine Frau, sie wankt. Sie wankt. Aber den ganzen Gefühl haben wir verhindert. Ja. Es ist höchste Zeit. Ja. Fort, junger Mann. Reiche sie meiner Frau da. Halt! Jetzt hätte ich bald was vergessen. In zwei Wochen habe ich Geburtstag. Und da will ich natürlich meine Freunde und ihre hochwohlgeborenen Gatten einladen. Dankeschön, Dankeschön. Soll ich dir meine Angestellten ein, so zu Vorbereitungszwecken? Du, das wäre sehr aufmerksam. Den Hans und den Peter, der könnte gut brauchen. Und der Wichter kann eh schon zu meinem Haus. Was machen wir jetzt mit den Zuschauern, die 14 Tage? Das ist eine gute Frage. Was? Wir machen 20 Minuten Pause und dabei bleiben wir im Kalender weiter. Unangenehm sein. Es ist mir gleichgültig. So eine aufdringliche Person ist
es? Welches können Sie selber auch beherzigen? Wie meinen Sie? Ganz Ihrer Meinung. Die Rechnungen nach Ihrem Wunsch. Bleiben Sie nur. Ich kann die Ziffern auch so recht gut überblicken. Ja. Ist der Zichori in der Kopf? Wo ist der Zichori? Er ist ausgegangen. Der Mann geht aus und... Und er das frische Luft schöpfen. Der schöpft Luft, dann schaut er doch. Was ist los mit Ihnen, Herr von Baumel? Wo ist er wirklich, der Zichori? Vielleicht im Schwefel. Der sollte aber ins Haus bleiben. Draußen sind nur nicht auf. Er hat nicht gewusst. Angesagt, warten Sie ja nicht. Das hat schon seine Richtigkeit, dass ich ohne Worte gekommen bin. Ich glaube, ich höre seine Schritte. Oh, ja, ist es. Ah, da hinten, da bin ich wieder. Ich schau die Marken drauf, du, gell? Da Freund! Grüß dich. Servus. Hey, du, wie geht's? Du könntest doch mal ausspielen. Nein, eben nicht. Du musst mir aber mal jede Menge Aufträge geben. Fein, du glaubst gar nicht, wo mich sie überall herumschickt. Alle Aufträge aus dem Haus willst du auf mich ab. Nur mehr zu Hause sein ist jetzt ihre Passion. Das ist schön, die Tugend, die muss man unterstützen. Zichori! Was denn? Nix, gar nix. Wenn sein grauer Stein ist zu schwarz, denk ich mir. Du warst doch auch. Bei den Schwebflächen. Wird's kommen? Wahrlich, wird's kommen. Affektierte Gans. Hat sie aber lang bitten lassen. Abgeschackt, sie rein, wenn sie nicht will, so. Hinterl. Sie will schon. Sie tut ja nur so vor ihrem Maul. Ich seh selber schuld, der Schwefel, wenn er so eine tyrannische Wort vorherrschen lässt. So eine Strengigkeit, so eine tyrannische. Und da muss die Frau ja so eine gewisse hinter die Ohren Honigkeit kriegen. Oder? Der Schwefel hat schon recht, wenn er ein scharfes Regiment führt. So ein Blödsinn. Das Fraueneinsperren ist nichts für uns. Das von mir notwendig. Das tut sonst noch drauf, brauchen wir das nicht machen. Grinder. Vertrauen ist wichtig. Blindes Vertrauen. Erst dann weiß man, wie brav die Frauen sind. Grinder. Du musst nicht schauen, was ich da alles mitgebracht habe. Das ist auch notwendig bei dir. Und Sie? Wollt Sie nicht nachgehen? Wie leicht kann die Frau was brauchen? Gott! Ich bin sehr guter Mensch, der Richter. Aber ein bisschen fleißiger könnte er sein. Jetzt haben wir noch. Ich hoffe, der Schwefel kommt bald. Hoch deine Frau! Ich sag nichts, was meine Frau nicht hören dürft. Zichori, ich muss den Victor wieder haben. Aber nicht dauernd heim. Doch heim, in dieser Stunde, in dieser Minute. Ja, wie stellst du denn das vor? Hast? Jetzt bei meinem großen Fest, wo ein Namensdag Geburt zusammenfällt, wo die ganzen Leute da sind. Tut mir leid, als du willst, nächste Woche brauche ich den auf ein paar Tage. Nicht bohren, er muss wieder ganz in mein Haus zurück. Ja, das geht ja nicht. Mach mich nicht böse. Er muss wieder zu mir. Ich hau dir den Grund jetzt nicht so. Ich glaube, seine Frau spitzt da eigentlich auf Victor. Überleg nicht lang. Da gibt's nichts zum Überlegen, der Victor bleibt da. Gut, es geht zwar gegen die Freundschaft, aber ich führe Prozess. Zichori, ich gauk dich an. Was? Was? Bleibt da. Streit zwischen Freunden, Prozess, Zichori gegen Baumeln. Und dir haben wir das Ganze zu verdanken. Was? Ich will mir Victor zurückgehen. Nein. Sicher nicht. Der Victor muss wieder zu mir. Das lasse ich nicht so. Ja. Schiffel, du weißt nicht, was du da tust. Oh, ich weiß, was ich tue. Aber andere wissen es nicht. Schiffel, in diesem Haus
darf der Viktor nicht bleiben. Gaumen, in dein Haus darf der Viktor nicht zurück. Warum nicht? Ja, warum? Wieso? Es ist schwarm mit solchen Leuten. Du kriegst den Wichser nicht zurück. Gut, also Prozess, Behörde, Instanz. Halt, 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 halt. Ich spreche das Urteil. Ein Urteil, durch welches ich das berühmt Salomonische bedeutend in den Schatten stelle. Aha. Was ist das jetzt da? Michael Holt von Horten verkeifert. Ich nehme den ganzen. Ist das ein Urteil oder nicht? Du? Der ganze Weg, der kommt zu mir. Freilich, auf den Ort. Na, meine Frau kann ja sicher sein. Ja. Na gut. Aber die meinige, die darfst du erst nach dem Essen davon. Aber wenn das vorher ist, ist das halt wieder. Dass die ganze Tafel im Eimer ist. Einverstanden. Ach, das mag ich nur. Oh, Alter. Die Lehrbuben, weil die können sich nicht aus dem Geschäft entfernen. Wen schicke ich nun ums Dessertobst, das ich bei der Obstlerin bestellt habe? So soll der Victor gehen. Warum nicht gar? Ein Mann mit einem Körper, das schaut schon komisch. So geh halt ich. Wenn du wolltest? Ich mein, es schaut schon ein wenig deppert aus, aber. Und von mir sind sie es eh gewohnt. Ich will ihren Mann fortschummeln. Na, der wird einen Streich spielen. Ums Obst werde ich mich bemühen. Freut sich auch, die hatte daheim nur zum Tun. Der wird hingegen erlauben, dass der Victor die meinige abholt. Der Verstandete! Das kann ich nicht zulassen. Was? Ich werde die Deinige holen und ums Obstwärmer den Peter schicken. Gut. Aber holst du die Meinige, so hol ich die Deinige. Einverstanden. Das Minot hat sich Hori daheim bleibt. Komische Leute, die Freund von meinem Mann. Wir sind gleich wieder da. Jeder ist Kavalier der uneigenen Gattin. Und die Händler? Ich gehe in Kröller schauen, gell? Meinetwegen. Aber wenn du was brauchst, gell? Brauchst du es nur so. Schickst mir nachher und ich bin sofort wieder da. Geh, Händler. Händler. Brauchst du nur so, gell? Geh wieder da. Eine Frau wie ich hat es verdient, einen richtigen Mann zu beherrschen.
schnapsen du uns. Askoban, Adul. Und wenn das Geld nicht langt, machen zwei wird schon halten. Was mit Weinen, die Frau nicht erreicht, die viel kann leben. Das tun sie auf das Geschenk für ein Leben. Stimmt! Sie und er! Und er und sie!
Gutschein im Haus. Hört sie. Okay. Hier bringe ich unsere liebenswerte Frau Baumöl. So, ein gelbes Verbinder. Wie geht es meiner lieben Frau Zichori? Es geht so. Amalie, ja. Du bist schon hier. Ja, weißt du, ich hoffe, meine Toilette nicht so lange gebraucht. Und du hast ja gesagt, ich soll die Zichoris nicht warten lassen. Ja, genau. Ein herrliches Weib. Fuß genau auf Ema. Wie sieht es her? Ja, weißt du, ich könnte ja da helfen, die Tafel herzurichten. Aber natürlich nur, wenn du einverstanden bist. Wie es dir gefällt, jo. Liebe Amalie. Es ist ein herrliches Weib. Sie da muss sie häuslich sein. Überall. Sogar in fremden Häusern muss sie häuslich sein, weil sie tut so einfach nicht anders. Darf ich nicht. Es ist gut. Wenn ich da hingegen die Baum. Zehnmal am Weg daher hat die Baumöl vom Victor angefangen zum Rennen. Schweifel! Jetzt bin ich nur Zeit! Ja, ich schon lang, aber der Baumöl merkt ja nichts! Schweifel! Mein Weg war umsonst. Natürlich! Die Frau ist ja schon da, deswegen war sie nicht daheim. Keine Gläser! Ja. Du bist ja auch fleißig! Der Zichorischen, der will jetzt einen Streich spielen. Du hast sicher nichts dagegen, wenn ich die Sitzordnung bestimme, oder? Aha, du da! Der breiter Verschlagene, der setzt sicher den Victor in seine Frau! Das muss ich verhindern! Hier schlägt die auf, was tue ich jetzt? Zichori! Was? Ich habe einen notwendigen Brief für meinen Spediteur und der Victor ist ein so ein. Das habe ich im Auftrag von der Obstlerin geholt,
Es ist zum Anbeißen des Obst. Nur Apfel ist ein Schaubissen. Ja, das hätte man wahr. Beneisen kann man es nicht. Ja, bring es einen zur Köchin. Sie soll es auf den Dollar legen, auf die Blümel. Peter, das war, das Haus von deinem verstorbenen Paten steht leer. Hab ich ja gesagt, musst du es ausschauen? Ein Haus kann es nicht. Aber das macht mich jetzt auch so schnell über den Loch. Der Schwefel, die Zichorin, die Schwefelin, der Zichore, die meinige und dann der Viktor. So sitzen wir gut. Jeder kann man lachen. Werden wir nicht bald essen gehen? Ich muss sagen, ich habe auch schon einen Appetit. Wenn wir glaubst, Tobi, wir werden inzwischen die Frauen holen. Ja, darf ich Ihnen meinen Arm? Oh nein, danke. Traue mich nur. Sie traut sich ja gar nichts, wenn sie nicht die Erlaubnis von ihrem Schmau kriegt. Das kommt wohl davon, weil ich ihre erste Liebe war. Da hat ein Brief reingesteckt, der Richter. Der Kettenwursch. Da ist es. Schwarzer Verhaar steckt in der weißen Vase. Was mache ich jetzt? Lese ich den Brief? Bricht das Kartal aus und mein Geburtstagsfeier ist im Eimer. Zicker, jetzt ein Bursch. Reiß dich zusammen. Oh Mann. Da. Aber wenn ich den Brief jetzt lese, ist meine Dummheit. Und ich habe keinen großen Respekt vor der Dummheit. Oh. Na, ich lese den Brief später. Wir wollen essen, gell? Oh!
jetzt hab ich brennt, ich sag! Mühlgasse, Nummer 77! In mein Haus? Deswegen hat er mich gefragt, ob es leer steht. Aha, 77? Nummer 77! Dort erwartet sie Victor! Ihr geschenkter Brief! Der Brief war für mich bestimmt! Victor! Das Familiengeheimnis sollte entfüllt, enthüllt werden! Das Portal im Welt wollte verbrennen, der Gute! Armer Schwefel! Bejammenswerter Baumeln! Unglückliche Zichori! Es wird jetzt zu Aufklärungen kommen, über den die Geschichte dann 100 Jahre schreiben wird. Die späten Enkel werden die Hände über die Köpfe zusammenschlagen und schaudern über den furchtbaren Moment. Na, der Baumel, der wird jetzt rein von sich gehen. Na, das soll meine Frau nicht hören. Amalie! Ja, Himmel! Nimm deine Sachen und schau, dass du wegkommst von da. Ja! Hey, Frosine! Ja! Meini, du musst wohin? Jetzt! Warte schon, Kula! Wirklich, Kui! Das hat ja nicht mehr möglich gehalten! Nimm die Baumöllin und geh mit dir nach Haus, ehe es hier zur Aufklärung kommt! Schon recht, schon recht! Amalie! Busse! Wir haben sofort alle Messer weg. Amalie! Ja. Du, ich bin gleich wieder was stiften. Ja! Und wir sollen zum Ofen sein! Werfen Sie dazwischen! Ja, ja! Gut.
besorgt, Lord. Ja, ich hab schon ganz in die Glieder. Ich kann mich eindenken in die, wenn man so trifft, gell, so unerwartet. Ja. Ich hätte sogar Spektakel machen. Ich hätte schon vermieten. Aber warum? Freund müssen Freiheit und Leid miteinander teilen. Ja, aber denk an wahre Freundschaft, soll nicht manken. Ja, ich bin gewiss kein Rostschweib, aber ich kann nichts für mich behalten. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir sind Männer. Richtig. Wir müssen uns auszeichnen durch Kaltblütigkeit. Mäßigung, Ruhe, Deck. Hast recht. Aber es gibt gewisse Ereignisse, gewisse Unglücksfälle. Richtig. Fassung ist in jeder Lage das Erste. Ich muss sagen, ich bin froh, dass ich die erste Aufregung gebe. Ja, ich auch. Es hätte wild hergehen können. Mord und Totschlag. Ja. Also, ich bin ganz stolz auf uns. Was hast du mit deiner Frau gemacht? Du, der ist schon daheim. Das war sehr gescheit von dir. Edel und ehrsam. Passt eh. Ich hab nicht wollen für die Frauen. Passt eh. Aber wo ist denn die deinige jetzt? Ich hab's heimgeschickt. Übrigens, dich alle, du brauchst wegen deiner keine Sorgen mehr machen. Sie hat die meinige begleitet. Ich weiß. Du weißt das? Ich fertig. Ich begreif nicht, das ist ganz ruhig. Schaust mir jetzt an. Das macht keinen Eindruck auf den Schwefel. Das gibt's nicht. Aber die Kaltblütigkeit vom Baumöl, die geht mir nicht ein. Wäre Ihnen vielleicht jetzt Leifelsuppen gefällig? Könnte nicht schon. Das heißt, wenn Freund sich Hori. Also ja, schon. Also ich habe einen Wolfshunger gekriegt. Das heißt, wenn du jetzt einen Appetit hast. Was? Nach deinem ganzen. Da habt ihr einen Hunger? Ja. Na gut, dann mach's auf. Merkwürdig. Merkwürdig. Merk. Wenn der sich alle nicht, dass ihr mal geht. Ja, merkt denn der Baumwoll nicht, dass ihr mal geht. Ja, merkt denn der Schwefel nicht, dass ihr mal geht. Ich weiß, was zu machen ist. Man muss ihm darauf hinweisen. Mit der Nase muss man drauf stessen. Thank you.
ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Dem Zichor ist eine Schrift. Schwefel ist eine Schrift. Dem Baumwoll ist eine Schrift. Der Marieke! Die deinige ist! Die deinige ist! Die deinige ist! Dann wärst du wieder Variant! Nicht schon wieder! Wenn aber da Amale! Wenn aber da eine Frosine! Wenn aber da mal Schokola! Ich hab eine Höllenangst! Da muss man ja völlig den Gusto aufs Heiraten verlieren. Überzeugung! Draufkommnung! Überrumpelung! Wir gehen miteinander als drei Freund! Ich will sie weisen, wenn es betrifft! Ich bin einige! Dann! Dann! Dann Rache! Grässliche! Grimmige! Grimmige! Rache!
Familiengeheimnis. Bei mir handelt es sich um ein Porträt Öl. Und bei mir um Dokumente. Ich hoffe, Sie werden mir das nicht übel nehmen. Dasselbe hoffen wir von mir. Retten Sie sich, meine Gnädigen. Gleich werden Sie alle da sein. Wer? Yeah. Ihre Herr Männer. Fräulein Luise, Sie geben mir die Ehre. Mein Vormund ist dort. Sie kommen, schnell, Sie müssen sich in Sicherheit bringen. Da gehen Sie zurück hinter der Tür, ist eine Tür. Nehmen Sie den Lärm mit, dort verstecken Sie sich und kein Wuchser mehr, bis ich Sie holen kann, gell? Ich verstehe zwar nicht, aber es scheint wirklich gefährlich zu sein. Das klingt laut, ich will ein grimmiges Spektakel machen. Jetzt ist das Haus auf einmal so voll, dass ich für mich selber gar keinen Platz mehr habe. Ah, da ist ein Trupp. Ja, das ist klar, ich sag das jetzt auch schon. Die ist dauert ganz fies. Ich sag's uns nichts als das, dass eine schuldig ist. Das weiß man leider gewiss. Jetzt fragst du nur mehr dies. Die Woche ist is. Was nicht die meinige ist, das ist zwar noch nicht gewiss, doch ich vermute dies. Es ist ein kitzliches Ding, trocht man Ehering. Noch heißt es ein Mäuschenstuhl, tobt ja in einer Müll. Die Weiber machen uns so Schmerzen, ganz tief im Herzen. Aber meine hat mich noch nie angeschmiert. Der wird auf kuriose Art zitiert, seine Hand schon oft angeschmiert. Ist sie meine, so schrei ich. Ha, falsche Schier! Aber damit ich mir nicht alles verliere, später durch Reihe den bitter Betrieb, will ich milde üben, ich hab's ja so lieb. Schauerliches Gericht. Das ist ja nicht zum Lachen, wenn einem sowas geschieht. Ich fremd. Mein Zug nicht los, mein Zittern in mir. Wie geht's dir? Ich kann's euch nicht sagen. Das Drängen, das Fuseln, das Kitzeln all hier. Ah, grad wie bei mir. Ich weiß ja nicht, wieso ich mich so kränk. Ich steig die Grausbirn auf, wenn ich dran denk. Das sind ein paar Laden. Ich lach mal der Geschichte. Ich bin beinahe sicher, die meine ist nicht. Ich fühle ein Boden, ein Zucken, ein Großen, ein Zittern in mir. Wie geht's dir? Ich kann dir nichts sagen, das Drängen, das Kitzeln, das Wulsen all hier. Ah, grad wie bei mir. Ha, hast du offen? Ich wäre, als ob ich einen Laut gehört hätte.
uns halt am Kostler die meine. Schweigen über seine... Schweigen still. Schweigen still. Still, still, still. Die Aktien sind so. Ach, wie bin ich froh, dass ich ruhig sein kann. Der arme Schwefel. Das Uni ist fix. Der hat sich Hori, merkt nix. Jetzt hält um meine Ruhe. Der Baum hat erwischt die seine Kor. Für mich war ja klar, dass ich die Schwefel war. Aber jetzt sagt sie klar, dass ich die Baum war. Na, was tue ich jetzt geschwind? Zum Marien, wer er sind. Und ich habe heute nur eh noch einen Wind. In dem Fall sind die Männer derisch und blind. Also. Hast du was gesehen? Dort bei der Tür? Waren die da? Nein, sonst war der hier! Das ist zum Lachen, solche Sachen! Ich hab gleich gewiss. Mir kann sowas nicht passieren. Weil meine tut sowas nicht. Und mir nicht. Und meine traut sich das nicht. Die meine ist ein treues Weib. Sie tut's aber nicht. Mir kann das nicht passieren, weil... Ja, meine traut sich das nicht. Ja, so gut. Haben's nicht alle Leid. Wie ich in der Ehe. Ich spring von lauter Herzensfreiheit. Kerzen gerade Tee. Ja, Kerzen gerade Tee. Ja, Kerzen gerade Tee. Also, nix gesehen? Nix. Gar nix. Du musst die Sache mit einem Zartgefühl angehen. Man muss die Leute in seinem Glauben lassen. Das heißt, ich hab eigentlich da nichts mehr verlangt. Freilich nicht. Das gehört mir. Wenn ich nur, man kann ich die arme Frau nicht wegen einem einzigen Föhrl dreht. Einmal. Ist einmal. So, Frau, ist jung. Ich mein, kann sie besser weglich ist alles. Ich würde sie gern heimlich fortschaffen, dass er nichts merkt. Ah, so könnte es gehen. Ist schon finster. Und ich werde auf alle Fall. Wenn ich jetzt meine Laternen auslösche, dann kann man sie vielleicht nicht so genau sehen. Hey, Herr Grill, die Laternen sind ausgegangen. Das war eine Idee. Nein, meine Laternen brennt ja auch schon so schwach. Ich glaube, ich muss sie mal putzen. Ja. Was ist denn hier noch ausgegangen? Zieht mir gar nichts mehr. Ich weiß, meine Sorgen, wo ich stehe! Da! Nein, da! Da war die Tür! Ich hab Augen wie ein Katz! Aber da könnte es sein! Da bin ich gestanden!
kommen. Und dass sie mir ja nicht noch einmal den Mann auf so kuriose Art betrügen. Mein Mann. Na, ruhig, er soll nichts merken. Jetzt kommt's. Ich will ihn heimlich über die hintere Stirn. Und lassen Sie sich die ausgestandene Angst leer sein. Jetzt schauen Sie, dass Sie heimkommen. Thank you.
letzter gern, wenn aber sämtliche Leute, die rund um und um jedes Jahr wieder dazu beitragen, dass das Theater auf die Bühne kommen kann, möchte ich noch ganz herzlich einen Ehrengast begrüßen. Zwar ist es die Frau Dr. Anna Marke, die auch da ist. Das freue ich mich. Okay. Bedanken muss natürlich aber alle anderen Leute. Um ihre Handflächen zu schonen, bitten wir sie erst am Schluss zu klatschen. Als erstes bedanken wir uns ganz herzlich bei Gukis Buffet unter der Leitung von Manuel Sperg und seinem ganzen Team. Dann bei den Leuten, die an der Kasse zu essen sind, und zwar waren das der Helmut und die Martina Strömpfel und die Eva und die Johanna Meier. Und natürlich bei Matthias Kalche, der da die ganze musikalische Begleitung gemacht hat. Weiter muss man uns bedanken bei der Maske, der haben wir erstmals in die Hände einer trotzdem ist sie eine professionelle Visagistin und auch eine Masseurin, ja, die Eveline Falk. Die Technik, ja, die macht der Stefan Kober und der Markus Falk und den Bühnenaufbau, da ist der Johannes Huber mit seinem Team verantwortlich. Wunderbar, Christina Herbst, so früh sei. Altrad Huber. Und der Seiler Andreas. Und der Hausmeister Bert Franz. Um 15 Uhr mit dem Hausmeister Hans Herbst. Dann spielen wir es am 30. Dezember um 19.30 Uhr mit dem Koch auf Engelbert. Dann ist am 1. Jänner um 19.30 Uhr der Peter Solmhofer unser Hausmeister. Am 4. Jänner um 19.30 Uhr der Wolfgang Doberer. Und am 6. Jänner um 15 Uhr zum Schluss der Johann Seiler. Ja, wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Kommst du nochmal? Komm mit. Danke fürs Kommen.